Macht Kunst Frauen verrückt? Gefährden Talent und Selbstbewusstsein die weibliche Psyche? Macht ein untypischer Lebensstil Frauen mental krank? Die hier vorgestellten und später zu Irrsinnigen erklärten Künstlerinnen waren in ihrer Kindheit und Jugend noch völlig gesund. Das Verrücktwerden brach erst im Zusammenhang mit der Ehe, mit Beziehungen, Trennungen, Abhängigkeiten und wirtschaftlichen Ruin aus. Während Extrovertiertheit und Exzentrik dem männlichen Künstler gut zu Gesicht stehen, ja geradezu Beleg seines Künstlertums sind, erscheint herausfordernde Direktheit, eigenwillige Selbstdarstellung bei einer Künstlerin schnell verdächtig. Die um die Jahrhundertwende als Malweiber diffamierten Künstlerinnen scheinen besonders gefährdet gewesen zu sein, in einem Irrenhaus eingesperrt zu werden. Camille Claudel, das französische Genie, zeigte schon als Kind außergewöhnliches künstlerisches Talent. Sie nahm sich ihren großen Bruder, der malte, als Vorbild, doch sie übertraf ihn bald und stellte zudem beeindruckende Skulpturen und Plastiken her. Den Zugang zum höheren Unterricht musste sich Camille teuer erkämpfen, denn Frauen wurden in der kunstsinnigen Französischen Republik an keiner Akademie zugelassen. So blieben nur teure Privatstunden und Seminare bei Künstlern, die sich herabließen, die Arbeiten von Frauen zu bewerten. Camille Claudels Marmor- und Bronzefiguren zeigen Kinder, Leid, Leichtigkeit und Lebensfreude. Als 17-Jährige wurde sie vom berühmten Rodin in seine Privatklasse aufgenommen, erst als seine Schülerin, dann als seine Gehilfin, dann wurde sie die Geliebte des 24 Jahre älteren verheirateten Mannes. Skandal! Camilles Eltern waren entsetzt und verstießen die Tochter. Rodin ließ Camille Claudel, wie andere besonders begabte Schüler, Teile seiner Figuren herstellen, gravierte unter besonders gelungene Schülerwerke seinen Namen, die höchste Ehre, und verkaufte ihre Werke als Designen. Claudels Talent übertraf noch das ihres Meisters, doch sie erschuf hauptsächlich kleine Skulpturen für den Innenbereich, während er repräsentative und lukrative Auftragsfiguren für den Außenbereich herstellte. Den nicht überwindbaren Titel Schülerin von Rodin, die Marginalisierung ihres Werkes, abgesagte Aufträge, der soziale und ökonomische Druck, ihre verzweifelte Liebe zum Meister und das Stigma der älter werdenden Geliebten belasteten Claudel. Sie forderte von Rodin, sich zu ihr zu bekennen. Doch sie wartete vergeblich, dass er sich scheiden ließ. Das Kind des Geliebten musste sie wohl abtreiben. Nach der Genesung verzweifelte sie. Claudel fühlte sich ausgenutzt, machte betrunken lautstarke Szenen vor dem Haus des Meisters. Die Leute redeten über den unziemlichen Lebenswandel beider und die Urheberschaftszweifel gefährdeten den Ruf des Meisters. Ihre anklagenden Szenen, ihre Stärke und ihr Talent waren zu einem Problem der Kunstwelt und ihrer Familie geworden. Man machte ihr klar, dass sie besser endlich Ruhe geben sollte. Camille Claudel fürchtete um ihr Leben. Aber ihr Verfolgungswahn bewahrheitete sich anders als gedacht. Nicht der schnelle Vergiftungstod brachte sie zum Schweigen, sondern die Zwangseinweisung in eine Irrenanstalt. Diagnose: Paranoia. Eingefädelt von ihrem Bruder und ihrer Mutter. Camille Claudel wurde 30 Jahre lang in Irrenanstalten gefangen gehalten. Besuch hat sie nicht bekommen. Sie wurde von der Welt dort vergessen, sollte vergessen werden. Als sie 1943 im Irrenhaus starb, hieß es, sie war die Schwester eines Malers. Heute gilt Camille Claudel als die bedeutendste Bildhauerin aller Zeiten. Paula Modersohn-Becker. Minna Hermine Paula Becker stammte aus einer großen, mütterlicherseits adligen Familie. Die Eigenwilligkeit hatte sie wohl von ihrer Mutter geerbt,
die umstandesgemäß einen bürgerlichen Ingenieur heiratete, dessen Bruder auch noch ein Attentat auf den preußischen König verübt hatte. Paula wusste auch, was sie wollte, nämlich eine bedeutende Malerin werden, die zuerst von anderen lernte, um dann ihren eigenen authentischen Malstil zu entwickeln. Auch im Deutschen Kaiserreich wurden Frauen nicht an den Kunstakademien zugelassen. Darum absolvierte Paula Becker auf Wunsch des Vaters erst das übliche Lehrerinnenseminar für höhere Töchter. Aber dann packte sie die Koffer und schrieb sich in kostspielige Privatkurse namhafter Künstler ein. Das missfiel ihrer Familie. Geldmangel wurde zu einem Dauerproblem. 1897, mit 21 Jahren, reiste Paula Becker allein in die Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen, in der sich die Avantgarde traf. Die Malerkolonie im Teufelsmoor war von Männern gegründet worden, die vom Akademiebetrieb enttäuscht waren, die die Stadt und ihre Zwänge hinter sich lassen und neue künstlerische Wege finden wollten. In der Herrenkolonie wurden im Sommer auch kostenpflichtige Damenmalkurse angeboten. Paula war dort nur eine der hübschen, sogenannten Malweiber, ihre Bilder wurden nicht ernst genommen. So frei sich die Kunst dort auch entfalten durfte und sollte, die patriarchale Doppelmoral galt auch hier. 3 Jahre später heiratete Paula einen der Gründungsväter der Künstlerkolonie, den 11 Jahre älteren Landschaftsmaler und Witwer Otto Modersohn, der nebenbei eine neue Mutter für seine halbweise Tochter suchte. Der Ehemann nahm Paulas Eigenwilligkeit und ihre beharrliche Suche nach einem eigenen Kunststil ernst, unterstützte sie in ihrer Weigerung, gefällige, romantische Bilder von bäuerlicher Idylle oder niedliche Kinder zu malen. Er befürwortete ihre Farbexperimente und tröstete sie nach den Verrissen der Bremer Kunstkritiker. Doch die asketische Arbeitsehe und Winter im Moor waren nicht das, was sich die temperamentvolle Paula Modersohn-Becker vom Leben erhofft hatte. Sie stellte auch, indem sie sich umsah, fest, dass die Ehe nicht glücklich machte, träumte von der Inspiration der Weltstadt Paris und brach 4-mal aus der Ödnis der Moorlandschaft aus. Otto reiste ihr nach. In ihrem armseligen Dachatelier in Paris flehte er Paula an, zurückzukommen. Sie gab nach, fügte sich den Umständen, doch entfloh immer wieder. Auch bei Nacht und Nebel. Lieber lebte sie monatelang in ärmlichsten Verhältnissen in Paris, verzichtete auf Mahlzeiten für neue Farbtuben und Pinsel und arbeitete wie besessen an ihren Bildern, als ins Moor zurückzukehren. Otto Modersohn versprach, sich zu ändern, verweigerte ihr Unterhalt oder lockte mit Geld, um sie umzustimmen. Aber sie konnte weder die Ehe noch ihren Ehemann länger ertragen, bat ihn in Briefen eindringlich, sie endlich freizulassen und ihr nur ein wenig Geld zum Überleben zu schicken. Otto schrieb ihr weiter bittende Briefe, nur manchmal war etwas Geld drin. Paula blieb in Paris, lernte, lebte, schuf hunderte von außergewöhnlichen Bildern, zehrte sich für ihre Kunst auf bis zur völligen Erschöpfung und beantwortete seine Briefe kaum noch. Die Gründungsväter, Malerkollegen und Freunde in der Künstlerkolonie Worpswede bedrängten Otto, seine eigenwillige Ehefrau verhaften und in eine Irrenanstalt einweisen zu lassen, damit man dort ihren Willen brechen, ihre soziale Brauchbarkeit wiederherstellen und sie zwingen würde, ihre gottgewollte Rolle als Ehefrau und Stiefmutter anzunehmen. Nach langem Überlegen entschied sich Otto dagegen. Armut und Erschöpfung machten Paula Modersohn-Becker mürbe genug. Die mögliche Zwangseinweisung hing wie ein Damoklesschwert über ihr. Schließlich gab sie auf, sah ein, dass sie ohne männlichen Schutz in der Welt nicht überleben konnte und kehrte ins Teufelsmoor zurück. Immerhin ließ man sie ja weitermalen. Otto versuchte, ihr ein besserer Ehemann zu sein. Paula wurde schwanger. 1907 starb sie an den Folgen der Geburt, mit 31 Jahren. Sie wurde im Teufelsmoor begraben.
Paula Modersohn-Becker gilt heute als die bedeutendste Malerin des Expressionismus. Die Stadt Bremen hat sie postmortem mit Ehrungen überhäuft. Elfriede Lose-Wächtler. Elfriede Lose-Wächtler wurde als Anna Frieda Wächtler in Dresden in eine bürgerliche Familie geboren. Die junge Anna Frieda kleidete sich eigenwillig, schnitt sich die Haare kurz und wollte nicht ablassen vom Willen, Malerin zu werden. Mit 16 Jahren zog das Mädchen von zu Hause aus und schrieb sich erst an der Kunstgewerbeschule Dresden ein, Fächer Mode und Grafik, später für Mal- und Zeichenkurse an der Dresdner Kunstakademie, was inzwischen auch Frauen erlaubt war. Die junge Künstlerin wurde im avantgardistischen Kreis Dresdner Sezession akzeptiert und konnte sich mit ihrer Kunst einen bescheidenen Lebensunterhalt sichern. Sie zog aufs Land in eine Künstlerkommune, was als ihre glücklichste Zeit gilt. Sie malte Landschaften und Porträts. Dort lernte sie den Gelegenheitsmaler Kurt kennen. Anna Frieda wünschte sich Kinder und nannte sich fortan Elfriede Lose-Wächtler. Das gute Leben änderte sich, nachdem sie Kurt Lose geheiratet hatte. Sie folgte ihm in die Städte, in denen er sich mehr Erfolg versprach, der aber nicht eintraf. Er gab ihr Geld aus und betrug sie. Es folgte eine On-Off-Beziehung. Als er an Tuberkulose erkrankte, folgte sie ihm nach Hamburg, um ihn zu pflegen. Die Ehe blieb kinderlos. Er wurde Vater durch eine andere Frau. Sie schloss sich in Hamburg dem Bund hamburgischer Künstlerinnen und Kunstfreundinnen an und trat auch der hamburgischen Künstlerschaft bei. Doch auch diese Netzwerke konnten die Verwerfungen in ihrem Privatleben nicht abfangen. Ihr kranker Mann lebte weiter von ihrem Geld, war aber gesund genug, um Vater eines dritten unehelichen Kindes zu werden. Die immer noch kinderlose Elfriede Lose-Wächtler erlitt einen Nervenzusammenbruch und wurde in eine Psychiatrie eingewiesen. Dort hielt sie die Gesichter der heruntergekommenen, von seelischer Qual gemarterten Frauen fest. Auch ihr eigenes. Es entstanden einzigartige Dokumente der Frauen, die an den Verhältnissen gescheitert waren. Nachdem Elfriede Lose-Wächtler entlassen wurde, fand sie die Kraft, sich zu trennen. Ihre außergewöhnlichen Bilder machten sie in Hamburg und darüber hinaus zur gefeierten Malerin. Dann wagte sie einen Blick in andere Abgründe des Patriarchats, begab sich als Frau in die finstersten Ecken der Stadt und malte in St. Pauli schonungslos die geächtetsten aller, verelendete, alte Prostituierte. Einzigartige Dokumente aus der Perspektive einer Malerin. Als die Armut nicht mehr zu ertragen war und sie obdachlos wurde, zog sie mit 32 Jahren zurück nach Dresden zu ihren Eltern. Die waren überfordert. Die Tochter ließ sich nichts sagen, pflegte einen zunehmend gefährlichen expressionistischen Malstil und ihre Bilder von Psychiatrieinsassinnen und alten Prostituierten waren eine Anklage ans politische System. Der verunsicherte Vater ließ sie in die Psychiatrie einweisen. Diagnose: Schizophrenie. Die mittellose, obdachlose Malerin, die zu alt und zu unangepasst war für eine Rückkehr in ein bürgerliches Eheleben, blieb in der überfüllten Irrenanstalt. Hatte Ausgang, stellte Kunsthandwerk her und malte wieder die Insassinnen. Dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht. 1935 ließ sich ihr Mann wegen ihrer unheilbaren Geisteskrankheit auch offiziell scheiden. Im selben Jahr wurde gegen Elfriede Lose-Wächtler das Verfahren zur Sterilisation zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses eröffnet, gegen die sie sich heftig wehrte und dafür sogar großen Beistand ihrer Familie erfuhr. Daraufhin verbot man der noch gebärfähigen 36-Jährigen jeden Familienbesuch und weiteren Ausgang. Sie hätte sich fortpflanzen können. Man entmündigte sie und führte sie der Zwangssterilisation zu. Nachdem man ihre Fruchtbarkeit zerstört hatte,
erlosch auch ihr künstlerisches Schaffen und ihre Lebenskraft. Sie gab auf. 1937 wurden Teile ihres Werkes in der Hamburger Kunsthalle als entartete Kunst ausgestellt, anschließend vernichtet. 1940 ernährte man die Gefangene nur noch mangelhaft, dann wurde sie in die Landesheil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein deportiert. Dort wurde sie als unwertes Leben vergast. In den 1980er Jahren wurde Elfriede Lose-Wächtler von Feministinnen wiederentdeckt, ihre geretteten Bilder wurden in vielen Kunsthallen ausgestellt. Ihr sind zahlreiche Denkmäler gesetzt worden. Straßen und Gärten sind nach ihr benannt. Heute gilt Elfriede Lose-Wächtler als eine der bedeutendsten Expressionistinnen.